Hallo und willkommen zurück bei Prey. Wir sind das letzte Mal aus unserem Apartment ausgebrochen und haben uns dann dieses ganze Simulationslabor angeguckt, wie man hier sehen kann. Und scheinbar werden da irgendwelche komischen Experimente an uns durchgeführt. Das ganze Areal hier ist schon recht groß. Wir können hier nochmal in unser Apartment reinschauen. Die Schweine haben uns von oben beobachtet, Alter, das ist echt unglaublich. Control Room, na genau. Da, gesehen? Da war was. Oh, Alter. Was bin ich gerade? Ey. Ich hasse es. Da war dann noch ein zweiter. Und er hat sich nicht enttarnt. Ich finde es ja erstaunlich, dass die ja echt noch Bandgeräte haben. Grete Mikkelsen, du tust mir irgendwo leid. Drücken Sie okay, um die Simulation zurückzusetzen. Ach. Erzähle nicht, dass ich das am Anfang hätte sehen können. Nee. Oder? Was? Looking Glass an, Looking Glass aus. Dach von Transtar. Ei, ist das heftig. Na, nicht schlecht. Da ist ein Fehler. Lass mal das lieber. Hallo? Wieder Soundstage Rules. Decontamination Room. Oben betrachtet. Weg damit! Gott, Entschuldigung. Ja, genau. Machen wir gleich mal 4 draus. Das stimmt niemand aber konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Hier ist doch gerade einer hoch. Worauf stehe ich? Pflanze. Schrank. Oh, okay. Medkit klingt gut. Ach, da oben. Ist noch ein Schrank. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen, wo hier irgendwas liegt.
oder was hier liegt, weil diese Mimics sich ja als alles Mögliche verstecken können, tarnen können. Test nächste Woche von Bellamy an Gravilovic und Simmons. Hallo Jovan, wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen und zwar folgendermaßen: Wirkungsbereich, Nachahmer, geisterhafte Fernwirkung. Okay, Entschuldigung. Alex Yu, achso, das hatten wir schon. Dringend. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zur Mimikry und Fernwirkung. Und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seine leichte Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Okay. Nee, der ist echt. Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du, nach einer Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Das stimmt definitiv, habe ich selber genauso im Spiel miterlebt. Okay. Wo ist das? Oh! Die können nichts und trotzdem kriege ich Gänsehaut. Das liegt an der Art, wie die sich bewegen. Na, hallo, dankeschön. Schlüsselkarte für Simulationslabor. Entschuldigung, da bin ich echt ein bisschen Mädchen. Nichts gegen Mädchen. Auf keinen Fall. Oh Gott, Entschuldigung. Dr. Bellamy, hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Ich stelle im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen eine gewisse Abweichung fest. Und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid sagen. Den letzten Test habe ich zur Ansicht nachfolgend eingefügt. Ja, das haben wir ja ausgeführt. Tägliche Tests. Dr. Bellamy, mittlerweile ist das, haben wir schon. Kommen Leute zu dir. Von Cole an Bellamy. Sir, ja. Oh, Entschuldigung. Sir, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keine Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrap, wie wir den Stresslevel dort etwas senken können. Ja, schöne Bewegung. Aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex darauf ansprechen. Matthias Kohl. Okay. Jetzt habe ich zwei von diesen Biestern. Oh, Schrottpatronen. Standard-Notizen. Test neu anordnen. Lucia auf Beobachtung. Test zum Brennverhalten auf... Was für ein Brennverhalten? Alex möchte morgen vor Test begrüßen. Was soll hier brennen? Wo? Gießkanne! Was bist du für ein Vieh? Arsch. Hier ist doch noch eins. E-Mail. Fragen zu. Von Simmons an Alice Icon. Hallo Alice, ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und morgen gefasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert sowie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von denen normaler Erinnerungsbildung zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte,
dank der Sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wird Ihr Gehirn auf den Stand vor der Installation zurückgesetzt. Sie wollten, dass morgens Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototyp Neuromods erhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden. Daher auch die Wohnungssimulation. Die Jus haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden Sie sich nachher nochmal wegen des Mittagessens. Simmons. Scheinbar wollten wir das selber so. Das ist interessant. Fehler. Okay. Hacker 1 erforderlich. Kann ich jetzt schon sagen, sehr, sehr gute und nützliche Fähigkeit in der Zukunft? Okay. Ach so. Indem man Wasser trinkt, kann man seine Gesundheit wieder ein bisschen anheben. Das braucht jedoch nur ein wenig Zeit. Naja, wir werden das auch nicht komplett durchführen. Ich würde sagen, wir gehen den Weg hier oben. Wartungsschleuse. Da haben wir auch gleich noch ein paar Sachen gefunden. Das fetzt. Explosivkanister. Der explosiv ist. Wir nehmen den mal mit. Was zum... Was bist denn du? Das war ein Phantom. Typhon Anthrophantasmus. Ja, danke. Bleiben Sie in Bewegung. Methusaleh-Apfel. Bleiben Sie in Bewegung. Ja, herzlichen Dank auch, ne? Das sagt er so leicht. Das Bewusstseinsfeld. Nein, da ist ein Mimik, der ist eingeschäumt. Hier könnte man was reparieren, aber die Fähigkeit haben wir noch nicht. Fahrstühle oder sowas. Kanone. Okay. Wer singt? Die Transtalk-Lu-Kanone, Gelschaum-Laminierungsorganismus-Obstruktor, setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Lu kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladung deaktivieren. Sobald Lu ausgehärtet ist, kannst du außerdem draufklettern. Drücke Maustaste 1 zum Aufbauen der Lu-Kanone, halte Maustaste 1 gedrückt, um eine durchgängige Strahlung zu feuern. Okay. Wer singt? Wir singen. Hat hier noch etwas? Das Zeug kann man doch. Ah, Entschuldigung. Ist aber echt schnell außer Puste, der Kleine. Aha. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Hier rennen ein paar rum. Ist jetzt hier noch einer von denen?
man hacken für. Hui. Ich hoffe, das waren bloß drei. Nicht, dass es hier noch ein vierter ist. Was? Ah, halt F gedrückt, mehrere Gegner. Das ist natürlich super. Ich muss hier nicht jedes Mal einzeln F drücken. Ich bin ja, wenn hier rennt noch einer rum. Die haben wieder ein bisschen Schaden zugefügt. Robert Gage. Achso. Anhören. Robert? Alice! Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, oi, oi, oi. Du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Shh. Moment mal. Da kommt wer. Okay, hier ist ein bisschen was passiert. Gut, ja. Das Logische liegen überall... Ist noch eins. Ich höre dich. Da. Na komm. Sieht gut aus. Nee, ist das das Damenklo? Nee, ist das Männerklo. Hm. Wäre auch zu einfach gewesen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Da hinten ist noch eine Tasche. Ist noch ein Saugroboter, Dreck weg. Den hätte ich gerne zu Hause. Gerade dadurch bedingt, dass hier ein Hund mit bei mir wohnt. Oh, ach, noch eins. Meine Güte. Wo? Ja, wäre es durchaus hilfreich, wenn mir hier so ein Roboter das alles erledigen würde. Skill Recording. Nein, nichts drin. Hm. Oh. Über das Favoritenmod. Entschuldigung. Über das Favoritenrad kannst du schnell Waffen und Psi-Kräfte auswählen und ausrüsten. Drücke Mausrad, um das Favoritenrad zu öffnen und wähle mit Mausrad eine Waffe aus. Drücke Mausrad 1, um die ausgewählte Waffe auszurüsten. Über das Favoritenrad können wir auch, ja genau, Medkits und Psy-Hypos verwenden. Und wir können auch die Waffen neu anordnen, die wir sozusagen in der Schnellauswahl haben. Also dann quasi hier unten könnten wir jetzt hier mal die 3 und die 2 vertauschen. Sagen wir jetzt, dass die Glue-Kanone auf die 2 kommt und damit wird automatisch die Disruptor-Kanone auf die, Entschuldigung, auf die 3 gesetzt. Everything you know is about to change. Genau, indem du dir für 5 Minuten einfach mal so ein Ding ins Gesicht knallst. Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transstar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um deinen Transcribe zu öffnen und gehe anschließend zum Neuromod-Bereich. So, jetzt sind wir im Neuromod-Menü. Und wir sehen, da haben wir drei verschiedene Bäume, beziehungsweise drei verschiedene Bereiche, die sich untergliedern in Wissenschaftler, Techniker, Sicherheit. Und darunter hat man verschiedene Neuromod-Fähigkeiten, die man erlernen kann, die eine gewisse Anzahl an Neuromods benötigen. Wir haben die Anzahl, sehen wir hier links. Und hier unten rechts immer im Kreis sieht man, wie viele Neuromods das tatsächlich benötigt. Bei Techniker zum Beispiel haben wir Hebelkraft, damit wir Sachen anheben können. Reparatur, da kann man Dinge reparieren. Materialexperte, erhöht den Ertrag beim Recyceln. Das zeige ich euch später noch, was das bedeutet. Schlagkalibrierung. Ah, das ist mal eine schöne Sache, damit der niemand gleich außer Puste ist, der Gute. Schusswaffen, damit wir effizienter mit Wärmesammer haben, Schusswaffen sind. Erhöht deine Gesundheit auf 115 und deine Ausdauer auf 105. Du rennst, schleichst, kletterst und sprintest 5% schneller. Das ist sehr gut. Aber für einen Anfang nehme ich Hacker.
Das finde ich sehr nützlich, schon weil ich da hinten was gesehen habe, was man mit Hacker 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ui. Improvisation war schon immer ihre Stärke. Andernfalls wären sie jetzt tot. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Ich mache jetzt erstmal was anderes. Und zwar habe ich hinten was mit Hacken 1 gesehen. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand ist. War doch so, oder? Ja! Die können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Wir hacken. Hacken. Die Hackerfähigkeit ermöglicht dir, Sicherheitssysteme, die Keypads, Arbeitsterminals und Sicherheitsstationen schützen, zu umgehen. Mit verbesserter Fähigkeit kannst du Robotersysteme wie Geschütze und Operator-Einheiten hacken. Benutze zum Hacken eines Systems WSDA, um schnell durch den Bitstrom zu steuern und das Ziel zu erreichen. Sobald du im Ziel bist, drücke die erforderliche Taste, um das Hacken abzuschließen. Also so wie man herkömmlich hackt halt. Wir sind Dings. Hui! Da gehen wir oben lang, das ist wahrscheinlich schneller. Nein! X! Jawohl! Und wir sind drin! Machen wir erstmal zu. Waffen verbessern. Schade. Hier brauchen wir Hacken 2. Hier ist auch echt alles kaputt. Ach, Notiz. Erinnerung: Bringen Sie die Geschütze in die Fabrikation. Okay. Geschütze? Hallo? Telefon. Schade. Okay, dann haben wir jetzt unsere erste Neuromod. Wir haben gerade erfolgreich was gehackt. Und ich denke, wir kommen da noch hoch, denn wir haben ja schließlich die kleine Glue kennen. Und da müssen wir mal gucken, was da oben abgeht. Ob da noch mehr ist, ob wir da irgendwas rausziehen können, irgendwas Gutes für uns haben. Aber das gibt's alles erst in der nächsten Folge. Ciao, bis dahin.